Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. So, als ich den letzten Part aufnehmen wollte, dort wo ich dann den Generator von dem Haus Cortez ausschalten sollte, um dann da reinzukommen, weil ja die Frau von dem Baron da eine Verräterin ist, hat mein Aufnahmeprogramm natürlich mal wieder nicht aufgenommen. Warum auch immer. Toll. So, da konnte ich jetzt natürlich nicht aufnehmen, dass ich jetzt da so da den Generator ausgestaltet habe, da in das Anwesen eingedrungen bin. Dann dipper. Dann hat der Baron seine Frau umbringen lassen. Und dann wollte dann eben halt das Killicknest, die ganze Familie als, genauso wie Vector eben halt, assimilieren, sage ich jetzt einfach mal. Und das habe ich dann verhindert. Dann habe ich dann zusammen mit Vector da die Leute, hat das Killicknest dann angegriffen, haben wir die platt gemacht und dann, ja, und dann haben wir dann unseren Bericht beim Aufseher abgegeben und jetzt sind wir hier auf dem Schiff. So, das ist die Kurzzusammenfassung jetzt von dem, was in dem Part passiert wäre, hätte das Programm aufgenommen. So, egal. Jetzt reden wir mal mit Kallio. Hört zu, wir haben ein Problem. Ich habe euch doch von meinen Ex-Partnern erzählt, die seit Neuestem hinter mir her sind. So weit, so gut. Damit würde ich ja klarkommen. Was aber weniger gut ist, sind irgendwelche Kopfgeldjäger, die hinter mir her sind. Wer ist hinter euch her, Kallio? Der Typ heißt Die Rache. Hab nie mit ihm gearbeitet, war nie mit ihm zusammen und hab noch nie von ihm gehört. Er ist mir auf den Fersen, scheint ein erfahrener Duellant zu sein. Wahrscheinlich will er mich an den Meistbietenden meiner Ex-Partner versteigern. Das ging jetzt weit genug. Wir schnappen uns den Kerl und setzen ein Zeichen. Ich mag es, wenn ihr so redet. Ich melde mich, sobald ich einen Plan habe. Wir beide, wir kriegen diese Leute. So, dann nehmen wir jetzt mal das. So, warte mal, wo ist jetzt eigentlich der Vector? Wo steht der jetzt eigentlich herum? Warte mal, wo ist der eigentlich? Hier ist er auch nicht. Ne, hier vorne, hier. Das hier ist mein Quartier. Hier vorne auf der Brücke steht dann noch ein, hier an der Konsole wird noch ein, na, hier noch ein Gefährte stehen, der noch, den man noch bekommt, den man noch trifft. Ah, hier ist er ja. Was auch immer ihr benötigt, wir sind hier, um es zu besorgen. In gewissen Grenzen natürlich. So. Gut. Dann nutzen wir erstmal das Holo-Terminal. Hier Wächter 2 an Ziffer 9. Bestätigt den Empfang und bereitet euch für den Abflug vor. Wir haben den Adler lokalisiert. Wächter 2, ihr seid fantastisch. Das bin ich. Und das hier werdet ihr lieben. Wir wussten, dass der Adler seine alte Basis aufgegeben hat. Aber erst als ihr die letzte Zelle neutralisiert habt, erfuhren wir die Details. Der Adler ist auf Hutter. Begebt euch dorthin, so schnell es geht. Ach, schon wieder, da war ich doch schon. Also dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Zumindest für euch. Ich muss jetzt gehen, Ziffer, aber ich werde euch vor Ort weitere Anweisungen geben. Wächter 2, Ende. Okay. Auf nach Hutter. Signal empfangen. Sichere Funkverbindung hergestellt. In Ordnung, Ziffer. Jetzt wird es ernst. Seid ihr bereit, in das Nest des Adlers einzudringen? Ich habe Angst. Darauf könnt ihr wetten. Der Adler und seine Männer haben sich in einer alten Raffinerie unter dem Fluss eingegraben. Ich übermittle die Koordinaten. Ihr werdet den Angriffstrupp führen.
Militärische Verstärkung werden die Basis umstellen und euch hineinfolgen. Das Primärziel ist es, den Adler gefangen zu nehmen oder auszuschalten. Verstanden und bestätigt. Euer Sekundärziel sind die Vernichter. Die Terroristen haben damit begonnen, ihre biomechanischen Waffen über imperialen Welten in Stellung zu bringen. Sobald sie einsatzbereit sind, können sie vom All aus auf unsere Städte und Militärbasen feuern. Wir werden einen Weg finden, sie zu stoppen. Hoffentlich. Nach der Dominator und jedem, der zusammen mit Darth Yaddos gestorben ist, möchte ich das alles nicht nochmal durchmachen. Wenn ihr in dieser Basis seid, lasst niemand entkommen. Der Adler darf nicht weiter morden. Wächter 2, Ende. So, da sind wir ja auch schon beim Eingang. Klar, Bonus nehmen wir mal mit. So, wo genau kannst du denn am Arsch der Welt? So, soweit so gut, da hätten wir es ja bald. Gut, da fehlen jetzt aber noch vier, die muss auch noch irgendwo sein. Da sind 3, 4, oh, sind noch mehr als 4. Ah ja, wunderbar. Los, wer will meine Kanone sehen?
So weit, so gut. Hier muss keiner mehr. Gut, dann noch die beiden hier und das war's dann auch. Der echte Sir, wir sind umstellt. Thurston und Gerald haben versucht durchzukommen, aber die Imperialen sind überall in den Sümpfen. Das sind sie. Verdammt. Ich habe Gerald versprochen, sie würde mit einem Detonator in der einen und einem Glas Branntwein in der anderen Hand sterben. Anscheinend hat sie mich zum Lügner gemacht. Es tut mir leid, Sir. Das muss es nicht. Ihr wart meine einzige Hoffnung. Jetzt findet einen Weg heraus. Ich komme bald nach. Schon gut, ich sehe euch. Ich konnte den Jungen doch nicht ohne Hoffnung gehen lassen. Habt ihr bemerkt, wie stark die Revolution ist? Zellen auf Nar Shaddaa, Tolatin, Molavar, Alderaan, Balmorra. Beeindruckend. Ganz egal, wie es endet. Seid ihr der Adler? Der Adler ist ein Symbol. Ich bin nur ein Mann. Verratet mir eins. Wie viel weiß das Imperium schon über mich? Was habt ihr mit euren Methoden herausgefunden? Warum fragt ihr das? Weil ich finde, dass ihr wissen solltet, gegen wen ihr gleich kämpft. Ich war ein Raumjägerpilot. Ich war bei den Schlachten von Coruscant und Drakenwell dabei. Das waren romantische Zeiten. Dann verlor ich immer mehr Mitglieder meiner Einheit. Einige fielen durch republikanische Soldaten, andere durch den imperialen Geheimdienst. Ich fragte mich, ist mein Imperium das wert? Und war es das wert? Ich merkte, dass das Imperium seine Mitglieder zerstört. Unsere einst so großartige Gesellschaft läuft mit menschlichem Treibstoff und dient nur der Befriedigung des Egos. Ich entschloss mich, für das alte Imperium zu kämpfen. Das Imperium, das tausende von Jahren auf Drom und Kaas isoliert war. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Glaubt ihr wirklich, die Dinge waren besser, bevor wir uns der Republik gezeigt haben? In unserem dunklen Jahrtausend haben wir den Zenit unserer Zivilisation erreicht. Moderne Ziele haben uns verdorben. Ich habe Verbündete gefunden, die so dachten wie ich. Aber wir waren zu wenige. Dann kam ein Unterstützer auf mich zu. Jemand, der mir eine Liste mit anderen Revolutionären und Revolutionen in der ganzen Galaxis gab. Dieser Unterstützer... Wer war das? Selbst ich bin nicht sicher. Aber ich sehe immer klarer, wie tief das Imperium gesunken ist. Ich habe meine Verbündeten auf vielen Planeten gesucht. Sie hassten das Imperium aus unterschiedlichen Gründen, aber wir alle teilten die Vision seines Untergangs. Ich habe meinen Namen aufgegeben, um als Anführer aufzutreten. Ich war nicht länger ein Raumjägerpilot. Ich war der Adler. Ich war... was die Revolution brauchte. Ich bin Ziffer 9. Ich bin das Instrument des Imperiums, das euch aufhalten wird. Mein Tod ändert nichts. Die Revolution geht weiter. Ein anderer Adler wird aufsteigen. Sogar im Tod bin ich siegreich. 6 Dutzend Vernichter sind schon bereit. Sie warten nur noch auf Befehle. Aber auch ohne die Befehle werden sie nach gewisser Zeit aus dem Orbit heraus blind auf Städte feuern. Warum sollten sie das? Betrachtet es als Sicherheitsmaßnahme. Ohne die Codes werden die Vernichter zwar unsere Ziele nicht treffen, aber Chaos und Tod werden trotzdem ein Zeichen setzen. So, ich glaube, meine Truppen hatten genug Zeit, um sich zu sammeln. Möge einer von uns die ruhmreiche Zukunft des Imperiums erleben.
Noch einer. Verdammt seid ihr. Selbst als wir umstellt waren und ich euch sah, dachte ich nicht, dass es so enden würde. Aber wie schon gesagt, es spielt keine Rolle. Die Vernichter werden sich aktivieren. Das Imperium wird brennen. Und ihr wurdet verraten. Wer hat mich verraten? Mein Unterstützer, der mir gezeigt hat, wie ich die Zellen vereinigen kann und die Vernichter entworfen hat, ist einer eurer Leute. Ein Verräter eures Imperiums hat uns die ganze Zeit geholfen. Eure Zivilisation ist so korrupt, dass sie sich selbst zerstört. Gebt mir einen Namen. Wenn ich einen hätte, würde ich das. Aber ich habe die Wahrheit nie erfahren. Lebt wohl. Genießt meinen Abgang. Detonator in Deckung! Bereich gesichert. Geht es euch gut? Ziffer 9, hier Wächter 3. Seid ihr verletzt? Das war eine heftige Explosion. Etwas verkohlt, aber den Adler hat's schlimmer erwischt. Er war es wirklich? Fantastisch! Der Aufseher hat mich geschickt, um bei der Informationssuche zu helfen. Ich soll die Computer des Adlers hacken. Ich werde auch dieses Gerät hier prüfen. Ich glaube, es ist ein Vernichter. Beeilt euch. Die Vernichter sind vielleicht immer noch eine Bedrohung. Verstanden. Ziffer? Ich habe ein paar vorläufige Informationen. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich habe gehört, was der Adler gesagt hat. Anscheinend stimmt es. Wenn niemand den Vernichter neue Befehle gibt, schlagen sie wild los. Sie werden auf zufällige Ziele feuern. Wie viel Schaden können sie anrichten? Es gibt ein paar Dutzend da draußen. Zigtausend Leute würden sterben. Es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe ihren Steuerungsmechanismus entschlüsselt. Mit den richtigen Codes kann man die Ziele der Geräte einstellen oder sie ausschalten. Der Adler hat eine Hälfte der Steuerungscodes auf seinen Computern gespeichert. Jemand anderes muss die zweite Hälfte haben. Der Adler sprach von einem Unterstützer. Ja, die Person aus dem Imperium. Ich bin nicht sicher, was das bedeuten soll. Ihr solltet nach Drum und Kars aufbrechen. Ich glaube, hier könnt ihr nichts mehr tun und der Aufseher erwartet euch im Hauptquartier. So, dann wollen wir mal mit dem Aufseher reden. Ziffer 9, tretet ein. Das sollte eigentlich ein triumphaler Moment sein. Es ist eine bedeutende Leistung, den Adler auszuschalten. Aber die Krise ist nur noch schlimmer geworden. Die Vernichter könnten jeden Moment losfeuern. Was ist euer aktueller Status? Wächter 2, Bericht. Die Moffs haben die Truppen in der Gegend in Alarmbereitschaft versetzt. Und es wird bereits nach den Vernichtern gesucht. Unglücklicherweise sieht es so aus, als könnten wir nur alle 5 Stunden ein Gerät finden. Es wird Wochen dauern, sie alle zu zerstören. Enttäuschend, aber keine Überraschung. Schadensprognose? Für jeden betroffenen Planeten gehen wir von 10 bis 50 Millionen Toten aus. 40% Militär, 60% Zivilisten. Keine schlechten Überlebenschancen, wenn man alles mit einbezieht. Besser als die Chancen, als Ziffer den Ruhestand zu erreichen. Genug. Jetzt ist nicht die Zeit für Sticheleien. Entschuldigt. Um die Vernichter in großem Stil zu deaktivieren, brauchen wir die Steuerungscodes. Die Hälfte der Codes war auf den Computern des Adlers. Es ist anzunehmen, dass die andere Hälfte bei seinem Unterstützer ist. Ja, der Unterstützer. Ein Mann, der laut Aussage des Adlers ein Imperialer ist. Irgendeine Vorstellung, um wen es sich handelt?
Ich habe meine Zweifel, dass dieser Unterstützer wirklich eine hohe Stellung im Imperium besitzt. Eine solche Person könnte unmöglich unserer Aufmerksamkeit entgangen sein. Und doch dürfen wir die Möglichkeit eines Verrats nicht ausschließen. Darum auch dieses Geheimtreffen. Nur die Personen in diesem Raum sind eingeweiht. Ihr habt Wächter 3 nach Hutter geschickt. Er weiß auch Bescheid. Ein Versehen. Wächter 3 wurde instruiert, mit niemandem zu reden. Fahrt mit dem Bericht fort, Wächter 2. Der Adler hat regelmäßig Nachrichten an jemanden im Artus-System geschickt. Artus ist unbewohnt, ohne Ressourcen und weit ab der wichtigen Hyperraumrouten. Unser Unterstützer könnte sich dort gut verstecken. Ich möchte, dass ihr dort nach ihm sucht. Ihr müsst den Unterstützer des Adlers und seine Hälfte der Steuerungscodes finden. Wächter 2 wird sich dort mit euch treffen. Sie weiß mehr als jeder andere über die Vernichter. Ist das in Ordnung für euch? Ich tue, was ich tun muss. Eure Schiffe werden mit Tarnvorrichtungen ausgestattet. Sie überstehen nur einen Sprung, aber sie bringen euch unbemerkt ins Artus-System. Danach solltet ihr die Basis des Unterstützers infiltrieren. Nehmt die Steuerungscodes der Vernichter an euch und beendet die Bedrohung. Wächter 2, das war alles. Wenn ihr mich vor der Mission noch sprechen wollt, findet ihr mich in meiner Station. Da ist noch eine Sache. Darth Sorit hat mitbekommen, dass ihr von Dromund Kaas zurückgekehrt seid. Sie will euch sprechen. Von Dromund Kaas? Ich bin auf Dromund Kaas. Es tut mir leid wegen vorhin, als sie euch gefoltert hat. Es ist nicht eure Schuld. Sorit ist unberechenbar. Ich habe mein Bestes gegeben, um den Geheimdienst vor unserer neuen Herrin zu schützen. Ihr seid die unglückliche Ausnahme. Versucht unbedingt, Sorits Aufmerksamkeit noch ein Weilchen zu überleben. Danach, nun, der Rat der Sith wird dies nicht ewig dulden. Wir können nicht auf den Rat der Sith warten. Wir müssen handeln. Genug. Manche Dinge sollte man gar nicht erst denken und erst recht nicht aussprechen. Auch nicht im Geheimen. Wenn ihr fertig seid, reist ins Artus-System. Das ist unsere einzige Chance, Ziffer. Wenn ihr scheitert, kommt uns das teuer zu stehen. Alles klar, dann reden wir jetzt nochmal mit Wächter 2 und dann beende ich den Part. Ziffer, ich bin froh, dass ihr vorbeiseht. Ich bin die Missionsparameter durchgegangen, habe die Steuerungscodes der Vernichter analysiert, die Scans des Artus-Systems. Wir stehen vor einem Geheimnis. Und ich hasse Geheimnisse. Vielleicht hasst ihr Geheimnisse, aber ihr seid ziemlich gut darin, sie zu lüften. Das bin ich. Und das gebe ich offen zu. Nennt mich ruhig eingebildet. Aber ich möchte wissen, dass meine Existenz einem Zweck dient. Was ist mit euch? Was geht in eurem Kopf vor sich, seit dieser Vernichtungstag-Countdown begonnen hat? Ich muss ständig daran denken, dass wir von jemandem verraten werden. Tut das nicht. Der Aufseher kennt alle Beteiligten und Lodent und ich können die psychologischen Profile auswerten. Wenn es einen Verräter gibt, finden wir ihn. Verdächtigt ihr niemanden von den Leuten hier? Das ist der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, Ziffer. Ich werde nicht weiter über diese Angelegenheit reden. Auf jeden Fall solltet ihr euch bereit machen. Die Vernichter werden nicht auf uns warten. Dann haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Ihr sagt es. Sobald ihr ins Artus-System aufbrecht, hänge ich mich an euch dran. Wir treffen uns dort. So, jetzt beende ich jetzt hier den Part und im nächsten sprechen wir dann mal mit der Bekloppten. Bis dann. Bye, bye.